jedem zwei Quests ab. Ja, das war doch schön. Wir haben mit einer Statue korrespondiert. Und mal gucken, es gibt meistens Folgequests, ne? Wenn sowas ist. Und dann kommt irgendwann so ein gelber Punkt auf der Map und dann gibt es eine Folgequest. Wir müssen ja noch ein paar abgeben von den Quests, die hier sind. Also wir sind ja in dem Gebiet jetzt zwar gut weitergekommen, aber noch nicht durch. War denn der Teil 1 auch so Meta? Also Dying Light 1, war das auch so viel Story, so viel Inhalt, so viel zu tun? Ich meine, das war ja sehr erfolgreich dafür, dass es hier nicht war in Deutschland, aber ich weiß gar nicht, ob wir darüber reden dürfen, wenn sowas beschlagnahmt wurde oder sowas. Keine Ahnung, das war ja, glaube ich, gab es das in der zensierten Version wenigstens hier? Ich glaube, das war gar nicht hier, ne? Oder kann das sein? Ist auch manchmal crazy. Ist nicht verboten, okay, gut. Aber es war auf jeden Fall ziemlich geändert. So ein bisschen wie Saint Rose, das war ja auch ziemlich geändert. Story ist nicht so lang, vielleicht 50 Stunden. Also wird 500 bestimmt nur für jeden Stein umdrehen sein. Aber ja, Teil 1 war auch recht groß und hat mich sehr begeistert. Hab da nicht so was Gutes beim Zombie-Spiel erwartet. Durch Parcours und Nacht. Achso, nur indiziert. Gut, dann geht's. Dann ist es ja in Ordnung. Ja, vielleicht muss ich auch mal den ersten Teil irgendwie mal gucken. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt auch nicht im zweiten Teil wieder anfangen, wo ich den ersten Teil noch nicht mal gespielt habe. Ich weiß, da wird bestimmt nicht so viel Story rüberkommen. Aber ist so ein bisschen wie Days Gone. Das sah auch schlimm aus. So die Trailer immer nur so riesen Zombie-Horden, wo der vorweggelaufen ist. Aber das Spiel selber war ja dann doch ziemlich geil. Days Gone habe ich ja sehr gerne gespielt mit dem Motorrad da, die ganze Welt erkunden und dann die Zombie-Horden weghauen. War dann doch überraschend gute Story. Vielleicht ist es da ja auch so. Vielleicht muss ich mich doch mal mit dem Spiel beschäftigen. So, wir sind hier zurück. Schau dir das mal an, Pierre. Die Rückkehr unserer Muse. Und zwar mit einem zufriedenen Grinsen. Sag schnell, was du entdeckt hast. Hier hat zwar jetzt gar nichts mit dem Bade zu tun, aber hier bin ich auch wieder die Muse. Möchtest du mal etwas Spannendes sehen? Die Artefakte, die du geborgen hast, haben eine äußerst interessante Eigenschaft. Und welche? Sie passen zusammen und bilden ein größeres Artefakt. Darauf sind Markierungen, die zu einem Ort der Ahnen passen, die ich damals als Abenteurer besucht habe. Meinst du, es könnte ein Schlüssel sein? Ei, du könntest recht haben. Könntest du diese Theorie prüfen? Selbst wenn wir falsch liegen, wird das eine tolle Geschichte abgeben. Okay, da haben wir schon eine Folgequest. Müssen wir uns auch wieder auf der Map ein bisschen umschauen, wo wir hin müssen. Und mitten auf dem Dorfplatz haben wir auch noch eine Quest. Ja, also wenn man alles erkundet, ich sehe das ja auch wieder bei Ghost of Tsushima oder bei Assassin's Creed, wenn man wirklich alle Schätze sucht, alle Artefakte sucht, alle Relikte sucht und nicht nur die Story spielt, dann ist ja man echt in jedem Open-World-Spiel ziemlich lange beschäftigt. Ausgezeichnet. Ich habe mir jetzt halt schon vorgenommen, nur noch die Sachen zu holen, die wirklich mit einer schönen Story verbunden sind. Und das ist bei Ghost of Tsushima jetzt wieder so schlimm. Jedes Artefakt oder so, was man da findet, von den Mongolen oder so, wird dann auch wieder richtig beschrieben, was die Mongolen damit gemacht haben, was das für ein Artefakt ist. Und wenn es einfach nur eine Truhe aufmachen ist, ist ja gut, dann hat man das schnell erledigt. Aber dann sammelt halt man auch nicht alle Truhen, aber wenn es dann halt so Sachen sind, wo dann auch was beschrieben wird, ist schon zeitaufwendig. So, kannst du die verkaufen? Ah, ausgezeichnet. Die Edelsteine sind praktisch farblos, fast schon unheimlich. Vielleicht bringt das ganze Geheule in der Mine ja hochwertige Edelsteine hervor. Das waren die drei Geisterbrüder, die ich weggehauen habe. Kannst du sie verkaufen? Nicht sofort. Aber ich kann daraus Schmuck anfertigen, der sich verkaufen wird, wenn das alles erst vorbei ist. Hier, ich denke, das ist angemessene Belohnung für die Beschaffung. Zack. Und Level 55. Unsere Abmachung könnte zu einer durchaus gewinnbringenden Partnerschaft werden. Mit drittem Haus und nächstem Zeltlager. Jetzt kann ich also das nächste Zeltlager aktivieren, wenn ich die Quest dafür mache.
Unsere Abmachung könnte zu einer durchaus gewinnbringenden Partnerschaft werden. Nur noch 5 Level bis Schluss. Jetzt geht's ins Endgame, Leute. 60 ist Schluss. Wir nähern uns dem Ende. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich mich noch gar nicht richtig vorgestellt habe. Werkmeister Bartle Wrightson. Und du bist? Ich bin Gary. Ah, schön, dich kennenzulernen. Ich spüre, dass du im Gegensatz zu den anderen längerfristig denkst. Solltest du an einer weiteren Unternehmung interessiert sein, weiß ich, wo wir ein paar Goldmedaillons finden können. Und wo? Es gab da mal ein paar drin. Nun ist. Der von dieser Villa hier aus Anhänger für einen Kult rekrutiert hat. Der redegewandte Padre war allerdings nur auf Gold aus. Er hat diese Medaillen in einer kleinen Truhe aufbewahrt, die immer in seiner Nähe war. So. Sehr gut. Haben wir wieder einiges an Folgequests bekommen. So, wir müssen hier hin. Dann müssen wir da hin. Dann gehen wir da hin. Und dann können wir auch die Quest da abgeben. Ja, das ist doch super. Das ist doch jetzt ein schöner Weg hier, die Hauptstraße hoch. Dann hier. Ja, cool. Kommen wir da auch gut voran. So, was hatte ich gesagt? Ich hau am meisten mit dem Hammer. Und darum machen wir jetzt erstmal die Stärke Maximum, hatte ich gesagt. Die Eisstufen benutze ich selten. Die Konstitution. 10% erlittener kritischer Schaden. Ja, ist natürlich gut, wenn man mehr Leben hat, aber nee, komm. Wir gehen Richtung Damage, damit der Hammer noch mehr Schaden macht. Wir könnten jetzt natürlich auch wieder in den Store gucken. Ja, weil mit 55 gibt es natürlich auch wieder neue Rüstungsteile und so. Aber das lassen wir mal. Bald kommt Kompetenz. Da bin ich immer gespannt, was Kompetenz ist. Ja, wir müssen auch noch hier den Rang 4 Stab machen, das Rang 5 Lager jetzt machen. Also, boah, wir haben noch einiges vor uns. So, wieder geht's zur 2. Weiter geht's. Bei MMOGA zum Beispiel kannst du ja Teil 1 mit Hauptspiel und DLC für ca. 5 Euro holen. What? Okay. Aber dann nicht die österreichische Version, ne? Dann spielt man wieder was hier ist zu teures Haus, 20.000. Ich guck gerade, wo man Häuser kaufen könnte hier jetzt, aber naja. Nee, ich glaube, hier oben kaufe ich kein Haus. Das ist mir zu weit im Norden. Ich glaube, Lichtholz oder so wird eh mein Haus. Das sieht auch blöd aus. Na, jetzt, wo der Schnee weg ist, wo der Weihnachtsevent vorbei ist, sehen die Schneemöbel dann auch irgendwie nicht mehr ganz so passend aus. Vorher war ja hier alles auch voller Schnee und Tannenbäume und so. Nee. Jetzt müsste man sein Haus vielleicht doch nochmal umgestalten. Okay. Ja, dann hast du mich jetzt vielleicht wieder auf was Neues gebracht. Wobei ich ja eigentlich auf Lost Ark jetzt ziele. Danach ziele ich auf Horizon. Dann will ich noch Ghost of Tsushima durchhaben. Es gibt echt zu viele Spiele, ne Leute. Es ist nicht zu glauben. Was alles für Games gibt. So, wie weit seid ihr denn bei New World gekommen? Wie lange habt ihr New World gespielt? Wie lange habt ihr es durchgehalten? Was war euer Endlevel? Werdet ihr es nochmal spielen? Sagt doch mal, wie weit ihr bei New World seid. Habt ihr es so lange durchgehalten wie ich? Ich meine, ihr haltet es ja eigentlich so lange durch wie ich, weil ihr schaut mir ja zu, wie ich hier vor mich hin stampfe. Ihr seid ja eigentlich New World am Konsumieren. Aber ich meine jetzt mit einem eigenen Charakter oder so. Wenn man nur groß spielt. Vor allen Dingen, wenn man nur große spielt. Was große? Meinst du Spiele? Also MMOs sind halt wirklich tödlich. Für Gamer. Also
also die Zeit töten die, ne? Also nicht die Gamer, sondern die Zeit, die darin versenkt wird und die man darin investiert und die drauf geht an den Games bei diesen ganzen MMORPGs. Also Lost Ark wird ja auch wieder so ein Ding, ewig groß, super viel zu erkunden, super Storyline, Cutscenes, jede Klasse, eigene Filme und also es wird auch wieder so riesig, das Ding. Ich freue mich da voll drauf auf nächste Woche. Das ist was wieder ein Game, wo ich wirklich mich drauf freue, wo ich sage, ey, das ist mal ein neues Spiel. Da war die Beta schön. Hier war die Beta okay. Ne? Also als ich hier die Beta und Alpha gespielt habe, habe ich gesagt, ja, okay, ist wieder ein MMO, bisschen Waffen, bisschen erkunden, mal gucken, wie es im Endgame wird und so. Hier war ich von Anfang an nicht so richtig überzeugt. Da hat sich auch in der Entwicklung damals viel getan, als das Spiel rauskam. So, besiege finsterer Wächter, sollen wir hier machen. Den hat der gerade schon erledigt, wir warten dann nochmal. Oh, ich habe schon wieder kein Essen dabei. Habe ich noch irgendein Essen, das Leben gibt? Ja, habe ich. Also, hier war ich halt Feuer und Flamme für am Anfang, weil halt viele gesagt haben, ja, wir möchten das auch anfangen. Ne, weil die Gilde hatte gesagt, ja, wir machen eine Gilde, wir spielen hier mit mehr Leuten. Wobei auch sehr viele dann sehr schnell weg waren. Im ersten Monat schon oder sogar nach den ersten zwei Wochen schon wieder. Und das habe ich auch schon in der Beta gemerkt. Naja, es wird ein Standardkost. Man läuft rum, macht Quests. Die Quests sind so ein bisschen reingebaut, aber es geht mehr um PvP. Das habe ich hier relativ früh gemerkt. Aber das habe ich auch in der Beta früh gemerkt. Ich spiele Betas immer nur ein, zwei Stunden, damit ich da nicht zu viel Zeit und zu viel Spoiler mehr verbringe. In den ein, zwei Stunden mache ich mir ein Bild von dem Spiel. Wenn es mir dann schon nicht zusagt, dann ja, dann werde ich das nicht kaufen, werde ich das nicht spielen. Hier war es halt so ein Mischmaschgefühl wegen der Gilde. Bei Lost Ark ist ein ganz anderes Gefühl. Da hatte ich in den ersten ein, zwei Stunden so viel Spaß und habe mich so gefreut, da weiterzumachen und so. Da freue ich mich richtig drauf. Weil das einfach mal wieder ein neues Diablo ist mit coolen Cutscenes, mit coolen Erkundungen, mit ja, cooler Sprachausgabe, coolen Klassen. Da habe ich richtig Bock drauf. Das wird, glaube ich, anders sein als hier. Da ist er. Aber zum Beispiel habe ich auch am Wochenende wieder eine Closed Alpha mitgemacht, die eine NDA hat. Da darf ich also nicht drüber sprechen, was das für ein Spiel war. Aber es war grauselig. Es war schlimm. Also, und von einem großen Studio, von also einem bekannten Studio. Mein Gott, war das grauselig. Also die Umfrage, die die danach gemacht haben, die habe ich auch mit wie würdest du unser Spiel von 1 bis 10 1? Minus 3? Oh Gott, war das schlimm. Aber ich darf halt nicht sagen, was es war und welches Studio es war und so, aber jeder kennt's. Also. Und auch die Spielereihe kennt jeder. Also ist schon krass. Was manche doch für einen Schrott am entwickeln sind. Ich kann nur sagen, in welches Game es ging. Es war ein Shooter. In einer bekannten Shooter-Welt. Aber neuer Ansatz vom Shooter. Darum auch eine Alpha und ganz neu gemacht, aber ein neuer Ansatz, der einem vorkam wie 1999 Doom oder so. Habe ich echt gedacht, was ist das für ein neuer Ansatz? Ja, also MMOs sind zeitraubend ohne Ende. Aber haben halt immer mal wieder Nachschub. Das ist halt das Schöne bei den Spielen. Dadurch, dass sie zu viel Zeit rauben, man weiß aber auch immer, man kann da immer mal wieder weiterspielen. Man kann da immer mal wieder weiter was erleben. Die Zeit, die man reinsteckt,
Hat man nicht nur 20 Stunden reingesteckt und fasst das Spiel dann nicht mehr an? Darum gebe ich jedem MMO eigentlich eine Chance. Und die Grafik ist nun mal hier schön. Und das Abbauen, das Craften und so, das gefällt mir hier halt schon. So, besiege Padre Nunes. Och nein, der war so schwer. Den muss ich jetzt wieder besiegen. Oh Gott, der ist so schwer, der Typ. Eieieiei. Den kriege ich nicht besiegt, glaube ich. Ich muss mir erstmal ein Zeltlager hier aufbauen. Ich muss weiter weg. Der ist jetzt echt schwer, also das ist jetzt kein Witz. Der haut rein ohne Ende vom Damage her. Und hält viel aus. Puh, ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Den habe ich vorerst mal mit Ach und Krach geschafft. Jetzt hätte ich doch besser neue Waffen und neue Rüstung und alles geholt. Oh, Gott. Wo ist er denn? Der ist weg. Ist er da gerade eben hochgelaufen? Ich glaube, der ist da hochgelaufen, oder? Da läuft er, glaube ich, da vorne. Das geht gar nicht. Wenn jetzt auch noch Ads kommen zu dem... Uiuiui, ich habe ein bisschen Respekt vor dem. Er hat dann auch noch so einen Zauber, dass er gar keinen Damage kriegt, so einen Blockzauber. Der wird jetzt nicht einfach. Oh, wo ist denn der jetzt? Wo bleibt denn der jetzt? Wie läuft denn der da? Ja, wo laufen sie denn? Das ist so ein Sargträger, der kann halt auch total gut den Damage abblocken. Wo ist der denn jetzt hin? Dabei wird aber auch noch was dauern, bis ich damit fertig bin. Der Hammer ist viel zu kurz. Ich guck mal, vielleicht ist er wieder da unten. Ich bleib mal da, wo er sonst immer so ist. Der ist gerade nicht da. Ich mache hier alles einfach mal weg. Kann ich auch keine Ads ziehen, wenn er wieder da ist. Warten wir einfach mal, bis der wiederkommt. Wenn er denn wiederkommt. Ich brauche auch bessere Heiltränke und besseres Heal-Food, Buff-Food. Habe ich auch zu wenig Zeug von. Ja, wo ist er denn? Der
ist eben hier hochgegangen. Den habt ihr ja gesehen, ne? Mit dem Sarg. Beim letzten Mal hat er halt die ganze Zeit auf diesem Podest da gestanden. Darum bin ich jetzt voll verwirrt, wo der ist. Hey, was geht ab? Kann ich wenigstens seine Vorratskiste plündern? Da! Ah, diese Strahlen, die der auch hat, die nerven so. Kleine Mob mehr Damage macht als der große, ist das auch nervig. Guck mal, der hat fast gar keinen Schaden bekommen bis jetzt. Das muss gar nicht klappen. Boah, der ist so ätzend. Ich hasse den so sehr. Boah. Noch immer zur Hälfte runtergekriegt. Viel zu viele Ads. Dann diese blöden Strahlen. Ey, der ist so ätzend schwer. Man muss so an dem dranbleiben, den so bearbeiten. Und wenn dann die ganzen Ads kommen, dann kann man den nicht bearbeiten. Der ist echt... Boah. Der ist eine Nummer für sich. Alter, nein. Jetzt habe ich auch nur noch Schrott-Barfut. Jetzt ist... ich weiß gar nicht, wie das gehen soll jetzt. Das ist nicht normal. Es geht nicht. Keine Chance. Du vermisst Miramis. Tja, keine Ahnung, vielleicht ist die in Urlaub oder so. Man weiß es nicht. Oder vielleicht hat sie den... Vielleicht ist sie keine Zuschauerin mehr. Vielleicht hat sie auch jetzt einen anderen Kanal favorisiert. Man weiß es nicht genau. Aber ja, die ist jetzt ein paar Tage schon nicht mehr da. Ein paar Wochen, jetzt glaube ich schon sogar zwei oder drei. Vielleicht hat sie auch keine Lust mehr zu zocken. Das kann man in Elder Scrolls ja vielleicht sehen oder so. Ne? Da spielt sie ja manchmal. Sie spielt ja auch manchmal hier. Den Winter-Event hat sie ja hier gespielt.
könnte man ja vielleicht mal gucken. Operaina war vor 7 Tagen nochmal online, Miramis vor 22 Tagen. Ja, also so lange ist sie auf jeden Fall schon nicht mehr hier im Spiel gewesen. Aber das war auch, glaube ich, nur hier, weil sie den Winter-Event mitgemacht hat. Ja, so ist das mit den Zuschauern. Man weiß nicht, wo sie manchmal sind und was sie so machen. So, die Quest hier gehen wir ab. Oh ja, das ist eindeutig Schweinefleisch. Sieh dir die Marmorierung an. Das liegt an meiner Spezialbehandlung aus täglich 2 Humpen Bier und einer Massage für jedes Schwein, das ein Schweinehirt. Okay, der hat gar keine Folgequest. Gut. Dann können wir jetzt hier die Nummer 4 machen. Reise zum ersten Ort, auf der Lilianas Karte markiert ist. Dann 3 Orte wegen den Medaillons. Und dann den exkommunizierten Typen könnte man nochmal probieren, aber oder an Atreum wäre dann nochmal eine Quest und die hier unten noch. Dann hätten wir 4 Quests noch. Nein, es kommt eine Folgequest. Gerade hat sich eine Folgequest im Haupt. Oh. Tja, so haben wir doch noch ein bisschen was zu tun hier im Klagetal. Wie es aussieht, werden wir doch noch 56 hier. Man glaubt es gar nicht, wie schnell das geht. Du hoffst, es geht dir gut. Ach ja, davon gehe ich aus, ne? Also, man muss ja auch mal in Urlaub fahren. Man muss ja auch mal was anderes machen. Man kann ja nicht immer nur Garion gucken. Ist ja so ein bisschen so von wegen jeden Tag den gleichen Sender gucken, den gleichen Film gucken, ist ja auch langweilig. Gut, wenn, das ist jetzt hier kein Indiz, ne? Also New World hat sie ja selbst immer gesagt, sie hat das nur wegen dem Winter-Event gespielt. Darum müsste man jetzt mal in Elder Scrolls gucken, ob sie da noch aktiv ist. Kann ich ja nächste Woche mal gucken, ob sie da nochmal online war oder so. Voll am Stalken hier. Jetzt fängt man schon an, die Zuschauer zu stalken. Nee, nee, nee. Meta. Nein. Ein bisschen ja, Angst um die Zuschauer haben, wo sie sind, wie es ihnen geht, ist ja auch wichtig. Sie ist ja so eine treue Zuschauerin eigentlich. Darum ist schon verwunderlich, dass sie so lange nicht da ist. Aber wir wollen mal das Beste hoffen. Gerade jetzt im Moment, wo halt jetzt auch High Isles angekündigt worden ist, könnte ich mir halt schon vorstellen, dass sie eher da guckt, wo High Isles gezeigt wird. Also das aktuelle ESO-Add-on, die aktuellen Inhalte. Ich glaube, da wird sie jetzt, glaube ich, eher schauen, wenn sie jetzt guckt. Von ESO. So, Reise zum ersten Ort. Das müssen wir jetzt einfach mal machen. Hier ist der erste Ort. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Als ich eben gefragt habe, wer hat denn schon und wer ist denn wie weit bei New World, kam auch nichts groß an Feedback. Scheint so, als wäre der alle nicht so weit bei New World. Oder würdet ihr das nicht spielen? Bin ich eigentlich der Einzige, der das noch zockt? Krieg aber auch einen Damage rein. Ach, da oben ist noch einer. Alter, dass ich jetzt hier bei so normalen Zombie-Mobs auch so ein Damage kriege, ist halt schon ätzend. Ups, da ist er. Boah, ich brauche besseres Essen. Ich brauche bessere Heiltränke. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall darum kümmern. Ich muss jetzt im Laden was kaufen. Ich habe gar keine Heiltränke mehr, gar keine. Nee, jetzt müssen wir erstmal einkaufen. Also generell vom Damage-Output her scheinen die mit dem Patch auch irgendwas dran gefummelt zu haben. Also ich habe das Gefühl, die Mobs schlagen viel härter zu.
machen viel mehr Damage mit einzelnen Schlägen und unterbrechen einen auch viel mehr bei den Schlägen. Ich habe das Gefühl, der letzte Patch war nicht gut fürs normale Play. Fürs normale Spielen. Ist irgendwie schwieriger geworden. Weil auch den Typen habe ich schon mal umgelegt, den Paten, darum, der da eben war. Den Pater. Darum fand ich es jetzt gerade faszinierend, dass ich gar keine Chance hatte. Nur immer halb. Also, der Patch scheint es härter zu machen. Die Verderbnis im Norden treibt täglich neue Flüchtlinge hierher. Schlimm, dass sie ihr Zuhause verloren haben, aber immerhin haben sie es sicher hergeschafft. Alles, was wir für sie tun können, ist wohl, sie bei ihrem Neuanfang zu unterstützen. Die Probleme mit der Verderbnis oben im Norden sind echt schlimm. Habe ich auch gehört. Immer mehr Leute kommen hier an, die ihre Lebensgrundlage verloren haben. Manche sogar noch mehr als das. Noch mehr? Beschäftigen wir uns lieber mit etwas anderem. Wie wär's, warum begrüßt du nicht ein paar von ihnen und heißt sie in ihrem neuen Zuhause willkommen? Gut. Heißt Hanobobo im Klagetal willkommen. Ach, den Schweinehirten. Dadurch, dass wir dem seine Quest abgegeben haben, ist er jetzt hier hingekommen. Das ist ja schön. Aber wo? Hä? Ach da. Bisschen lang am Laden hier. Hey, du bist Scarion. Wie schön, dich wiederzusehen. Willst du etwas von den Schweinefleisch probieren? Die hiesigen Etablissements sind erstklassig. Wir Flüchtlinge müssen zusammenhalten. Wenn unser Freund Lerato nicht so hartnäckig gewesen wäre, wäre ich vielleicht gar nicht bis hierher gekommen. Das freut mich für dich. Für eine gewisse Zeit hatte mich die Verzweiflung gepackt, aber diese Frau an der Kreuzung, Lerato, sie war so nett, mich bis hierher zu begleiten. Das war wirklich nett von ihr. Jetzt geht es mir schon viel besser. Ich bin vielleicht kein Schweinebauer mehr, aber dafür ein großartiger Schweinebrater. Wärst du so nett und bringst der guten alten Lerato ein Stück davon? Sie ist hier in der Stadt. Sehr schön. Da geht die Geschichte doch weiter. Von dem Schweinebauer. So, du bist mal schlafen, habe ich gerade gelesen. Vielleicht ein bisschen zu spät gelesen. Dann gute Nacht. Schlaf schön, träum schön. Meta. Man sieht sich. Auf der Arbeit. Wo ist die denn? Die hat sich hier oben hin verkrochen, okay. Lerato Molefe. Oh, hallo, was hast du mir denn da mitgebracht? Ah, der gute alte Hanobobo. Er ist so nett zu mir. Okay, jetzt hat sie was zu essen gekriegt und ja, das war's erstmal. Okay, gut. Jetzt gehen wir was einkaufen. Bisschen Heilung und so. Wie schnell jetzt langsam auch hier das Lager voll wird. Ist man ein paar Runden im Klagetal unterwegs, ist das Lager auch schon wieder voll. Glaubt man gar nicht. Naja, ein bisschen Platz haben wir noch. Tasche mit Wacholderbeeren, okay. Schön, dass da auch Taler drin sind. So, das war's auch schon. Da war ein 51er Item, das einzige Item, was richtig hoch war. Und das war grau. Na super. Das ist mal eine tolle Ausbeute. Kriegen wir mal was aufgeräumt. Das ist doch auch schön. Und jetzt müssen wir Heiltränke kaufen. Jetzt wird geshoppt. Shopping-Tour. Müssen
nur gucken, wo es denn hier diesen Händler gibt. Ich glaube, da vorne, das sieht nach Shopping aus hier. Ja. Okay. Hab lang keine Heiltränke mehr gekauft. Trinkt der Zellheiltinktur, so. Ein Glück sind die jetzt übergreifend über alle Dörfer, diese ganzen Heiltränke. Ist schon mal wichtig. So, 32 Cent. 1600 Gesundheit plus 7%. Ja, das ist immer der gleiche Wert. Hier sind es noch 15 Cent, hat aber auch nur 12 Stück auf Lager. So, dann noch hier die 66. Oh, hier wären welche für 7 Cent gewesen. Na dann. So, Tränke haben wir genug. Das ist doch schon mal schön. Dann schauen wir mal, ob wir das hier auch gebrauchen können, diese Regenerationstränke, ob man die parallel trinken kann. Also ob man die auch trinken kann. Gleichzeitig. Und dann noch Barfoot. Rezepte wären ja auch mal ganz interessant eigentlich, ne? Ganz billige Rezepte, die ich noch nicht habe. Kann man ja einfach mal ein bisschen Rezepte kaufen. Warum nicht? Kann man mehr craften. Carbonara, Herbstrutan. Nein, nicht nochmal. Ach, schade. Haben wir zweimal. Tintenfischpaste. So, mehr geben wir aber nicht aus. Doch, in Butter geschmorte Austern. Ne, ich mag keine Butter. Ich mag keine Austern, meine ich. Okay, ich will keine Kochrezepte. Ich möchte da Bonus essen. Da muss ich jetzt nochmal gucken, welches Essen ich denn eigentlich nicht Fähigkeitsessen, sondern Erholungsessen. Das esse ich eigentlich, ne? Ja, genau. So. Ausrüstbar? Klar, ist ja alles ausrüstbar. Was haben wir denn hier? Mana-Regeneration. 150 Gesundheitserholung. Wenn ich Schaden erleide, ist es weg. Aber komm, dann nehmen wir mal. Okay. So, dann haben wir jetzt viel, viel Essen eingepackt. Gucken mal, wie das so funktioniert. Also, Heiltrank, Regenerationstrank und Essen. So, und dann machen wir noch einen Mana-Trank auch noch rein. Falls wir mal ein bisschen mehr Mana brauchen. Okay. Jetzt haben wir ganz viele Heilsachen dabei. Ich hoffe, das wird jetzt auch dann helfen bei dem Kerl, wo wir jetzt hingehen. Das Gute ist, dadurch, dass das jetzt hier Syndikatsgebiet ist, kriegen wir auch diese Eisenlieferkarren. Ja, also kriegen wir auch das da. So, jetzt müssen wir uns auf den Weg machen. Also, hier sind wir gerade eben gestorben und hier sind wir gestorben. Also, zack, Nummer 3 ist jetzt das Ziel. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg. Mal, ob wir noch ein paar Stadtprojekte kriegen. Jo. Sofort noch ein bisschen EP gemacht. Stadtprojekt abgeschlossen und auf geht's.
nächste große Questtour hier im Klagetal. Ich hoffe, einer der letzten Questtouren. Wir laufen die 3, wir laufen die 4, porten zurück, gehen die 2, gehen die 5 und dann hoffe ich, dass wir das Klagetal durch haben. Aber eigentlich fehlt noch so die, ja, wie nennt es sich, die, wie heißt es denn? Die Elite-Quests, also die Quests für 5er-Gruppen-Gegner oder sowas, das fehlt eigentlich noch. Könnte ich jetzt auch was für Syndikat machen, aber nee. Ich möchte einfach weiterkommen generell. In der Storyline. Syndikat ist zwar schön und gut, da kann man natürlich am Ende gut Rüstung holen und sowas, aber wenn wir uns damit jetzt auch noch beschäftigen, dann dauert es noch ewig, bis wir durch die Gebiete durch sind. Die Syndikatsquests machen wir jetzt auch nur noch, wenn die in der Quest, in dem Questbereich liegen, die wir generell machen. Also zum Beispiel, wenn wir hier jetzt eine Quest hätten, dann würden wir auch die Syndikatsachen hier machen. So. Ich glaube, ich habe mich hier jetzt ganz schön in die Nesseln gesetzt. Ich bin jetzt hier in die Ruine rein und es gibt keinen Ausgang mehr, oder was? Doch, hier. Glück gehabt. Gut, jetzt kommt der komplizierte Padre Nunez. Ohne Witz. Vor dem habe ich richtig Respekt. Alle anderen Mobs sind eigentlich ganz okay. Aber der ist stressig. Schießen wir mal den blöden. Ne, erstmal den da. So. Ja, man kann zeitgleich. Okay. Hand. So, wenigstens schon mal die Ads weg. Dauerdamage durch seine blöden Zauber, die der da macht, ne? Ich krieg den nicht platt. Ausmacht das gute Heal-Food und sowas. Das ist schon. Ja. Also mit dem Heal-Food klappt's. Super. Der Padre ist erledigt. Finde den Schlüssel des Padres. Okay, das ist noch nicht erledigt. Der muss auch hier irgendwo sein. Wo könnte denn sein Schlüssel liegen? Hm. Eine gute Frage. Finde den Schlüssel des Padres.
Aber hier liegt sein Schlüssel nicht. Die haben ihn auch nicht. Wir laufen einfach mal durch das Gebiet durch. Irgendwo hier müsste der ja sein, der Schlüssel, oder? Doch dann im Dorf irgendwo rumliegen, vielleicht in der Kirche oder so. Oder hätte der bei dem im Loot sein müssen? Oder in den Truhen. Spannriemen sind hier, na super. Stadtprojekte sind hier. Gucken, ob er vielleicht doch noch markiert ist. Vielleicht müssen wir ihn zweimal killen. Eigentlich nicht. Mist. Mit seinem Zauber da, das nervt so sehr. Schon wieder nicht sein Schlüssel, weil der jetzt die ganze Zeit den Zauber um sich rum hat. Boah, diese ätzenden Zauber. Ja, wir haben ihn. Birk Miller Medaillons aus der Truhe des Patres. Jawohl, super. Das sind die Medaillons, die wir bloß schaffen sollten. Jetzt bevor der respawnt, bitte mach voran jetzt. Jawohl. Was für eine heftige Quest. Die Goldmedaillons sind unser. Sehr schön. Das läuft. Dann machen wir uns mal zur Quest Nummer 4. Reise zum ersten Ort auf der Karte Lelinais Karte. Ja gut, immerhin. Was die Leute alles für Items hier haben, wenn du hier so im Chat guckst. Alles 610er orange Items. Ach, die hätte ich auch alle gern. Aber so weit sind wir noch nicht. Dafür brauchen wir noch 5 Level. Dann geht's auch bei uns voran. Dauer. Ätzt immer weiter irgendwelche Viecher an einem dran.
Man hat gar keine Chance, mal ein bisschen Pause zu machen. Na, jetzt hat er sich entschieden, dass er keinen Bock mehr hat. Sehr schön. Hier ist jetzt alles Landmarke. Na super. Ja, dann versuchen wir mal zu überleben. Also. Reise zu den drei auf der Karte markierten Orten und untersuche, ob Leias Schlüssel an einem davon benutzt werden kann. Platziere das Artefakt in der Einkerbung. So. Dreimal haben die Ahnen versucht, diesen Ort zu verteidigen. Propus. Gut. Dass er sich nicht, wenn der diese Schläge macht, diese Dreifach-Vierschlag-Schläge, dass er sich da nicht von mir aus der Balance bringen lässt. Ich habe ja eigentlich mit dem Hammer so total krasse Unterbrechungsschläge, aber der ist überhaupt gar nicht beeindruckt davon. Diesmal müssen wir auch alles killen, weil wir haben eben gesehen, wenn die Mobs dann doch zu stark sind. Also schießen oder so, dann kriegen die mich auch relativ schnell down. Für ein heftiger Mob, ne? Weil die können so stark blocken. Und irgendwo kommt immer noch ein Edge. Ach, hör doch mal auf mit dem Kack-Krieg, ey, ihr mit eurem PvP-Mod. Keine Lust drauf. PvP machen wir nicht. Versuchen wir jetzt mal da hochzukommen. Kerbung scheint hinter ihm zu sein. Ich glaube, wir müssen den kurz weghauen. Bitte keine Ads, danke. Versuchen wir es mal. Den kann man relativ blocken. Der ist machbar. Uck, der Zerstörer. Ist gar nicht so schlimm. Und das war's für Uck. Dann versuchen wir mal, das Teil da einzubauen. Also zum zweiten Ort. Hier hat es jetzt nicht so viel gebracht, wie es aussieht. Könntest du mal die Truhe öffnen, bitte? Dankeschön. Okay. Dann in die nächste Ruine. Gucken wir mal da, ob es da besser läuft. Vielleicht. Toll. Jetzt habe ich Stein, jetzt habe ich kein Holz dabei. Irgendwas fehlt immer.
Holz, wie gesagt, nehme ich nur noch eigentlich die Wirtbäume, also die großen. Weil bis 175 bräuchte ich jetzt, um die nächste gute Stufe zu erreichen. Aber bei Stein möchte ich noch die 110 knacken. Okay. Versuchen wir es da nochmal. Vielleicht können wir da den Schlüssel irgendwo einsetzen. Echt komplett drumherum laufen. So ein Pech. Das hätte doch jetzt einfach schnell mal klappen können mit dem Rüberklettern. Aber nein. Es soll nicht sein. Das ist so faszinierend, wie viel auch die grauen Mobs an Damage raushauen. Sind sie jetzt tot? Jetzt sind sie tot. So viel ist nicht gut. Weg. Also das ist auf jeden Fall mehr Damage als früher. Also vor dem Patch haben die nicht so viel Damage rausgehauen, die Mobs. Das ist echt heftig, dass da auf einmal so viel Schaden kommt. Und dann auch so ununterbrechbarer Schaden und so. Das ist halt auch das Gemeine. Aber gut. Es hat ja nochmal gut gegangen, ganz knapp. Dann die guten Schläge auch nicht treffen, ne? Dann kriegt man nochmal die Krise. Und dann die Heiltränke auch nicht zünden. Boah. So lange für so einen Billigmob, das ist echt krass. Ne, die haben echt die Mobs nochmal verstärkt. So, probieren wir es hier. Ob wir hier das Artefakt jetzt... aktivieren können. Zweite Vorrichtung von drei. Und auch nicht so wirklich. Wo ist die dritte? Ah gut, da müssen wir so hin. Das ist ja schön. Das ist ja super. Dann haben wir wieder zwei Quests da unten. Exkommuniziertes Gold haben wir auch schon fertig. Ja, das ist doch gut. Jetzt fehlen uns nicht mehr viele Quests. Und wir streamen noch so circa, ja, halbe Stündchen, dreiviertel Stündchen. Ihr könnt mit den Gari-Punkten, die ihr hier sammeln könnt, gerne auch noch
Witze anfordern oder Kamera einschalten, falls ihr dann doch die Kamera haben wollt und sowas alles. Gary-Punkte kann man im Moment nicht mehr für Spiele anfordern, weil ich dafür zu wenig streamen werde in Zukunft. Also, dass wir Zeit hätten auch noch für extra Spiele. Darum, genau. Einfach ein bisschen was andere Prioritäten gesetzt. So, wo sind denn eigentlich die Belohnungsanfragen? Die sind ja hier gar nicht mehr aktiv. So. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen noch weiter. Ah, wir sind aber in der Nähe. In der Nähe vom vierten, nee, vom dritten Ort, von der Nummer 4 Quest. So, schauen wir mal. Ich habe zuerst geschlagen und der ist trotz meines Superschlags nicht in die Knie gegangen. Habt ihr das gesehen? Das ist nicht okay. Ich hab dem wehgetan. Es kann doch nicht wahr sein, dass der dann einfach stehen bleibt hier. Fieses Kärtchen. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir mal gucken hier. Ich krieg gerade die Steuerung nicht mehr auf das Spiel. Ich bin die ganze Zeit mit der Maus ins Spiel am Klicken. Ah, jetzt. Boah. Ich habe jetzt, glaube ich, 10-mal ins Spiel geklickt mit der Maus. Und es ging nichts. Faszinierend. Oh. Hier müssen wir sogar den Neuwachtel-Scan erledigen. Nicht nur den Schlüssel reinpacken, sondern auch den Land killen. Oh nein. Der wird von einem Bogen bewacht. Gar nicht gut. Was für ein Start in den Kampf. Ganz schlecht. Ich treffe nichts. Und es kommen alle Ads, die hier in der Ruine sind. Auch schon. So habe ich mir sowas vorgestellt. Wenigstens hat er kein Schild. Hui. Irgendwie hat's geklappt. Irgendwie haben wir es hingekriegt. Und der dritte Punkt, auch super. Fertig platziert, alle Geheimnisse. Jetzt müssen wir... Pierre Auguste würde gerne mehr über Atreum hören, hat aber zu viel Angst, um selbst loszuziehen. Schreibe eine Odensammlung aus, an malerischen Orten aus Pierres Reiseführer. Das Problem ist, solange es hier regnet, ist hier eigentlich kein Ort malerisch. Das ist alles sowas von... hässlich hier, dieses ganze Regengebiet. Und hier regnet es eigentlich fast nur im Klagetal. Aber gut, schreiben wir ein Lied. Wie schreiben wir es denn? Ich glaube, mitten auf der Brücke schreiben wir. Wenn ihr Fragen zu meinem Kanal habt, zu den Spielen, die ich hier so zocke und zu mir, dann einfach in den Chat reinschreiben. Ansonsten, morgen wird übrigens wieder World of Warcraft hier gespielt. Dann werden wir mit der Kampagne weiterspielen. Einmal der Kyrianer-Kampagne, da sind wir in den letzten 2-3 Schritten. Und danach auch noch die Hauptkampagne. Mal gucken, was mit dem Kerkermeister so weitergeht. Im Schlund. Morgen also wieder WoW. Warum läuft der jetzt weg? Ist der nicht mehr ganz dicht? Ja, bleib einfach hinter dem Stein stehen, du doof. Ey, der trifft mich. Ich treffe den nicht einmal, obwohl ich den die ganze Zeit im Ziel habe. Ich glaub's nicht.
So, machen wir eine Ode, schreiben wir eine Ode mitten zwischen den Skeletten. Super, auch die Quest erledigt. Und wir machen Zombie. Wir brauchen das erste Tool. Boah, was für ein cooler Ansturm. Aber daneben. Und wieder daneben. Und wieder daneben. Haha. Nein, 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 mit dir spiele ich nicht. Kannst vergessen. So, wir laufen nur noch zur Quest Nummer. Oh Gott. 5. Die Straße zur Wahrheit. Besiege neue Wachfußsoldaten auf dem Aussichtsturm an der Straße der Ahnen und bringe ihre Rüstungsteile zu Gideon im Klagetal. Dann haben wir alle Quests durch. Dann ist oben alles grün. Außer die Syndikatsquest, aber die ist eigentlich unwichtig. Weil dafür müssen wir nur Fraktionssachen erledigen. Die können wir in jedem Gebiet machen. Die ist gerade nur noch so als Hauptnummer 1 markiert. Weil sie einfach zuerst da war. Aber eigentlich könnten wir die auch wegnehmen. Die machen wir nämlich nicht. Wir kümmern uns gerade nicht um die Fraktion. Wir kümmern uns darum, dass wir hier das Gebiet fertig haben von den Quests. Und bald mal in der Hauptstory weitermachen können. Super. Der Bergbau geht Richtung 110. Bald können wir Platin abbauen. Magnetit ist 105, 110 ist Platin und dann kommt ganz lange wieder nichts. Wenn wir 110 haben, sind wir erstmal gut bedient beim Bergbau. Boah, das sind echt 500, 600 Meter. Das ist ja doch jetzt noch ein bisschen Lauferei. Aber der Regen hat aufgehört. Wie schön. Wenn es jetzt auch noch hell wird, dann sieht das Spiel wieder schön aus. Dann haben wir auch wieder eine hübsche Umgebung. Ja, erzählt doch mal. Wie weit seid ihr denn bei New World gewesen, bevor ihr aufgehört habt? Habt ihr überhaupt New World gespielt? Und werdet ihr mein nächstes Spiel hier auf dem Kanal auch spielen, nämlich Lost Ark? Werdet ihr euch das bei Amazon oder Steam Free-to-Play spielen, vorbestellen, gar nicht ausprobieren? Nur bei mir gucken. Erzählt doch mal.